Ja, hallo, ein herzliches Willkommen in der Einwohnergemeinde, der Zählgemeinde Darrenz. Ich befinde mich hier in Darrenz, da gibt es auch das Gasthof Lamm in Darrenz. Im Gasthof Lamm in Darrenz kann man gut speisen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal Darrenz an und schauen wir uns mal die Darrenzer Ortschaft. Da kommt uns mal in Darrenz. Wir gehen uns mal auf die Suche nach Darrenz. So. Und hier in Darrenz, da gibt es auch die Knappen, wenn die Gürtel, wenn man da noch runterfährt, dann ist gleich da hinten die Knappen liegen. Gürtel, Gürtel, bis da vom 1. Oktober. Ja, und da gibt es auch eine Heilerin vom Gürtel. Naja, vom 1. Oktober ist Gürtel. Ich weiß nicht, wie teuer sein wird, aber lassen wir uns überraschen. Und jetzt befinde ich mich hier vom Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr von Darrenz. Ja, die Ausgeführungsmöglichkeit von Darrenz, das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr von Darrenz. Und wie Sie hier sehen können, das ist die Pfarrkirche von Darrenz. So, der Durchblick der Pfarrkirche Darrenz von unten ist uns leider verwehrt. Darum mache ich jetzt so eine kurze Bekanntgabe. Die römisch-katholische Pfarrkirche Darrenz steht da südwestlich oberhalb der Ortsmitte vorn einem Friedhof umgeben in der Gemeinde Darrenz im Bezirk Imst in Tirol. Die Pfarrkirche Heiliger Ulrich, die ist geweiht in St. Ulrich, gehört zum Dekanat Imst in der Diözese Innsbruck. Die Kirche steht natürlich unter Denkmalschutz. Kurz zur Geschichte, die Kirche wurde 1409 urkundlich genannt. Die kerngotische Kirche wurde erstmals umgestaltet. Um 1500 erfolgte mit dem Meister Jörg der Imster Bauhütte der Neubau. Das Langhaus wurde 1503 geweiht. Um 1735 wurde das Langhaus nach Westen verlängert. Und die Kirche barockisiert. Von 1882 bis 1886 wurde die Kirche rigotisiert. 1893 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erhoben. Das war eine kurze Geschichte der Pfarrkirche St. Ulrich in der Gemeinde Darrenz.
so obligatorisch gesehen, wie ich ja darin hat, da haben wir da recht schön auch den Überblick da herum. Und leider ist ja die Fasnacht, die ist leider da gewesen. Und die ist leider zum Trotz des Corona ist die abgesagt worden, kann nichts machen. Leider, das war gewesen. Aber darin ist eine sehr schöne Gemeinde, muss man sagen. Eine wirklich sehr schöne Gemeinde ist da. Und da hat man einen guten Überblick da herum, muss man schon sagen. Und hinter mir sind sie die neu gebauten Kindergarten und die Kinderkrippe, alles umgebaut und ja, alles aus Holz. Eigentlich ein sehr schöner Bau, sozusagen. Und hinter mir sind sie das Traditionsgasthaus Lamm, momentan geschlossen, das Lamm in Darrenz. Sehr gut essen kann man da. Und mit diesem Blick verabschiede ich mich jetzt hier von Darrenz. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Ausflug. Dann war ich unser Beitrag über Darrenz. Bis zum nächsten Mal.